Dann rufe ich den nächsten Punkt auf. Punkt 4. Erste Lesung, Gesetzentwurf, Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Fraktion der SPD, Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz über die Behandlung von Petitionen im Hessischen Landtag, Drucksache 20-5734 mit dem Punkt 5. Erste Lesung, Gesetzentwurf, Fraktion Die Linke, Hessisches Petitionsgesetz, Drucksache 20-5743. Der Gesetzentwurf wird eingebracht von der Frau Kollegin Birgit Heitland, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute ist ein guter Tag für das Petitionsrecht in Hessen. Und ich möchte Ihnen auch erläutern, warum das so ist. Der Petitionsausschuss und das Thema Petitionen führt ja manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung doch noch ein Stück weit ein Schattendasein. Es gibt kein Petitionsministerium, so wie es ein Finanz-, Kultus- oder Innenministerium gibt. Dabei ist die Aufgabe des Petitionsausschusses ungemein wichtig. Das Petitionsrecht ist ein Grundrecht, und dem Ausschuss kommt eine große Bedeutung zu. Denn nach Artikel 17 des Grundgesetzes und Artikel 16 der Verfassung des Landes Hessen hat jeder das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Es ist demnach nur sinnvoll und vielleicht auch überfällig, dass dieses Petitionsrecht nun auch in eine Gesetzesform gegossen wird. Pünktlich zum 50-jährigen Bestehen des Ausschusses bringen wir heute den Gesetzentwurf ein. Beim Petitionsrecht stehen alleine die Petenten im Vordergrund. Es geht hier nicht um Parteiprogramme und in der Regel auch nicht um politische Inhalte, sondern vor allen Dingen um Lösungen für direkte Sachverhalte. Deshalb war es auch klar, und es war uns und mir ganz persönlich auch sehr wichtig, dass es ein von allen demokratischen Fraktionen getragenes Gesetz geben sollte. Die Gespräche hierzu waren sehr vertrauensvoll, überaus konstruktiv, und die kollegiale Zusammenarbeit, wie wir sie auch im Ausschuss pflegen, hat sich gelohnt, und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen, und deshalb ist heute ein guter Tag für das Petitionsrecht in Hessen. Ein ganz wichtiger Punkt zunächst. Jede Person kann alleine eine Petition an den Hessischen Landtag richten. Es braucht keine willkürlich festgelegten Quoren wie über Open Petition oder Change.org. Und es ist auch egal, ob eine Person oder 1.000 Personen eine Petition einreichen. Jeder Petition, jedem Petenten wird die gebotene Aufmerksamkeit zuteil. Und trotzdem ist es natürlich auch möglich, sich mit mehreren Personen gemeinsam an den Hessischen Landtag zu wenden. Und das haben wir ebenfalls direkt mit § 1 erläutert. Zentral für die Rechte des Petitionsausschusses sind die § 3 und 4. Diese bringen eine deutliche Erweiterung der bisherigen Rechte. Auskunft sowie der Zutritt zu Einrichtungen dürfen nur verweigert werden, wenn der Vorgang nach dem Gesetz geheim gehalten werden muss oder sonstige zwingende Sicherheits- oder Geheimhaltungsgründe bestehen. Und auch die Auskunftsrechte gegenüber beispielsweise Gerichten oder Verwaltungsbehörden des Landes sind gestärkt bzw. deutlich festgeschrieben. Die Behandlung von Petitionen wird klar und transparent dargelegt. Die Möglichkeiten der Abgeordneten im Petitionsausschuss sowie der Ablauf einer Petition sind somit deutlich und detailliert beschrieben. Die Rolle der Berichterstatter wird gestärkt. Und wichtig ist dabei der Grundsatz, dass Petitionen einfach, zweckmäßig und ohne vermeidbare Verzögerungen zu behandeln sind. Es muss das Ziel sein, dass keine Petitionen auf die lange Bank geschoben werden. Das ist auch im Interesse der Petenten, die eine schnelle, aber auch eine gründliche Entscheidung erwarten dürfen. Das Gesetz umfasst ferner Regeln für die Veröffentlichung von Petitionen, die ein besonderes Anliegen von allgemeinem Interesse zum Gegenstand haben. Das Gesetz fördert vor allen Dingen die Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger. Das komplette Verfahren einer Petition, die möglichen Beschlüsse, die
Rechte der Petenten und der Abgeordneten sind nun nicht mehr sozusagen in der Geschäftsordnung versteckt, sondern in einem Gesetz festgehalten und veröffentlicht. Der Petitionsausschuss darf sich in seiner Tätigkeit selbstverständlich nicht über geltendes Recht hinwegsetzen und auch keine Gerichtsurteile aufheben. Sehr wohl aber soll er vermittelnd tätig werden. Es ist unsere Aufgabe als Abgeordnete im Ausschuss, bei einer eventuellen Kompromissfindung zu helfen. Aber selbst wenn der Petition mal nicht stattgegeben werden kann, so kann der Petitionsausschuss zumindest die Entscheidungen der Behörden versuchen zu erklären. Und auch das befriedet manche Situation. Beruhigend ist dabei auch die Tatsache, dass die Behörden in Deutschland und Hessen überaus gut funktionieren und viele Entscheidungen sind, auch wenn sie sich einem nicht sofort erschließen, sachgerecht und geben die Gesetzeslage wieder. Ich möchte auch kurz auf den Gesetzentwurf der Linken eingehen. Wir haben uns mit dem Petitionsgesetz für eine schlanke Variante entschieden, die die nötigsten Regelungen für eine Petition umfasst, sodass maximale Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger herrscht. Und zudem muss das Petitionsrecht auch handhabbar und übersichtlich sein. Und das ist mit dem Gesetzentwurf der Linken aus unserer Sicht so nicht gegeben. Der Gesetzentwurf der Linken orientiert sich ebenfalls sehr an dem Petitionsgesetz des Landes Thüringen. Viele Punkte, die dort aufgenommen sind, sind eben auch im Gesetzentwurf von CDU, Grüne, SPD und FDP enthalten, weil sie uns auch schlüssig erschienen. Und insoweit ist da ja auch ein Grundkonsens scheinbar gegeben. Das ist für mich eine gute Nachricht. In vielen Punkten geht der Gesetzentwurf der Linken aber sehr weit und auch über die Befugnisse bzw. die Regelungen des thüringischen Gesetzes hinaus. Und aus unserer Sicht sind da Regelungen, die in diesem Gesetz stehen, dazu geeignet, den wichtigen Grundsatz der zügigen und zweckmäßigen Bearbeitung zumindest zu erschweren. Denn wir sind es allen Petentinnen und Petenten schuldig, gemeinsam nach Lösungen für deren Angelegenheiten zu suchen. Und hier sind zum Beispiel auch runde Tische eine Möglichkeit, und davon steht in Ihrem Gesetzentwurf so gar nichts. Ja, schlankes Gesetz, Frau Wissler. Ich will Ihnen mal ein konkretes Beispiel machen, obwohl die Zeit ein Stück weit davonläuft. Ihr Paragraph 7. In Ihrem Paragraph 7 ist eine Regelung vorgeschlagen, die könnte beispielsweise aufenthaltsrechtliche Petitionen schieben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Die kann ich weglegen, unternehme nichts dagegen. Das ist aber nicht im Sinne des Petitionsrechts. Denn schon jetzt haben wir großzügige Regelungen, was aufschiebende Wirkung angeht. Und in ganz vielen Fällen konnten wir gemeinsam Lösungen finden, um den Petenten zu helfen. Und das ist doch letztlich unsere Aufgabe. Ich möchte mich bedanken bei den vier Obleuten, die jetzt gemeinsam auf dem Gesetz obendrauf stehen. Und ich benenne mal gesondert unsere Ausschussvorsitzende Manuela Strube, die unsere VPK-Runden, wenn wir gemeinsam saßen, neutral moderiert hat. Und vielleicht ist das mal ein Tipp für andere Situationen. Wir haben uns immer überlegt, wie würden wir das sehen, wenn wir Opposition wären? Und Opposition hat sich überlegt, wie würden wir das sehen, wenn wir Regierung wären? Und so sind wir wunderbar auf ein Gesetz gekommen, womit wir alle dann leben konnten, was aber dennoch rechtskonform ist. Und ich glaube, das war ein guter Ansatz. Dazu kam die Feier des Jubiläums mit dem Besuch unseres Landtagspräsidenten. Es waren gute Voraussetzungen und es hat Freude gemacht, gemeinsam zusammen dieses Gesetz zu entwickeln. Und es ist ein gutes Gesetz. Ich danke der Frau Engelhardt als Leiterin des Petitionsreferates, die sich auch immer Mühe gegeben hat und mit ihrem umfassenden Fachwissen uns auch immer mal wieder bei Formulierungen unterstützt hat. Und natürlich auch dem Staatsminister Peter Beuth und seinem Team im Hessischen Innenministerium, die auf Bitte der Vorsitzenden dann auch noch mal drüber geschaut haben. Und ich meine, es ist eine runde Sache. Es ist jetzt dem Hauptausschuss zugeordnet. Lieber Herr Minister Wintermeyer, möglicherweise laden Sie uns ja mit ein, wenn es entsprechend, davon gehen wir eigentlich aus, wenn es entsprechende Anhörungen oder Ähnliches zu besprechen gibt. Alles in allem ein wunderbares Gesetz. Und deshalb schließe ich, wie ich begonnen habe, heute ist ein guter Tag für das Petitionsrecht in Hessen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Birgit Eitland. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Joyce Paschkewitz, Fraktion DIE LINKE, bringt den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE ein. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Mitgliedern des Petitionsausschusses bedanken für die in den meisten Fällen kollegiale und konsensuale Zusammenarbeit. Gewährleistet wird dies unter anderem auch durch die überaus kompetente und engagierte Mit- und Zuarbeit des gesamten Referates. Vielen herzlichen Dank auch hierfür. Petitionen sind ein wichtiges Instrument zur Stärkung der Demokratie und ein überaus wichtiges Mittel der Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. Bis jetzt gibt es nur vereinzelte Regelungen in der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags. Der gemeinsame Entwurf der Regierungsfraktionen sowie SPD- und FDP-Fraktionen macht deutlich, dass es gestiegene Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an ein modernes Petitionsrecht gibt. Und er zeigt auch die besondere Bedeutung der Möglichkeit, eine Petition einzureichen. Der Status quo wird dem allerdings nicht mehr gerecht. Zu diesem Problem bietet der Gesetzentwurf von Regierungsfraktionen sowie SPD und FDP aber keine weitreichenden, zukunftsfähigen Lösungen auf. Lassen Sie mich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Versuch, einen gemeinsam mit allen Fraktionen abgestimmten Entwurf einzubringen, am Veto der Regierungsfraktionen lag, keine gemeinsamen Anträge unter anderem mit unserer Fraktion einzubringen, sowie etwa beim Untersuchungsausschussgesetz. Nun bringen wir somit einen eigenen Entwurf ein. Im Sinne einer inklusiven Gesellschaft sieht unser Vorschlag bei der Form der Petition auch eine Einreichung in Brailleschrift sowie in Gebärdensprache für die Barrierefreiheit vor. Auch die Möglichkeit der Einreichung gemeinsamer Petitionen durch Straf- und Untersuchungshaftgefangene wird im Vorschlag der Regierungsfraktionen mit SPD und FDP unnötig stark beschränkt. Die Einschränkungsmöglichkeiten einer gemeinsamen Petition sind unseres Erachtens viel zu offen formuliert, und es könnte einer willkürlichen Behandlung seitens der Justizverwaltung Tür und Tor öffnen. Eine Untersagung ist schon dann möglich, ich zitiere, wenn dies zur Verhinderung der Kontaktaufnahme mit Mitgefangenen oder der Außenwelt erforderlich ist. Zitat Ende. Erforderlich ist hierbei wenig konkret. Wir sehen allerdings in Artikel 16 der Verfassung des Landes Hessen, dass Petitionen einzeln oder in Gemeinschaft eingereicht werden können, ein sehr starkes Recht. In unserem Gesetzentwurf können gemeinsame Petitionen in Justizvollzugsanstalten z.B. nur dann untersagt werden, wenn die gemeinschaftliche Arbeit an dem Dokument die Sicherheit und Ordnung der Anstalt oder der verwahrenden Einrichtung erheblich gefährden würde. Wir sehen in der Schaffung eines hessischen Petitionsgesetzes nicht nur die Möglichkeit, den bisherigen Umgang mit Petitionen in ein Gesetz zu gießen, sondern wir möchten die Rechte der Petentinnen und Petenten stärken. Dem Petitionsausschuss soll die Möglichkeit zustehen, im Rahmen seiner Zuständigkeit die Beteiligten sowie Zeugen und Sachverständige anzuhören. Bei der Erreichung des Quorums von mindestens 1.500 MitzeichnerInnen soll die Vertrauensperson der Petentinnen und Petenten öffentlich angehört werden. Der von den anderen Fraktionen vorgelegte Vorschlag sieht nur die wenig weitreichende Möglichkeit der Abhaltung eines Ortstermines oder eines runden Tisches vor. Zum einen steht die Entscheidung hierüber alleine dem Berichterstatter, der Berichterstatterin zu.
Zum anderen sollen an diesen Terminen dann auch nur Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung sowie beteiligter Behörden teilnehmen. Ein weitergehender TeilnehmerInnenkreis, etwa auf Zeugen oder die Petenten selbst, ist nicht vorgesehen. Auch finden sich im Vorschlag der anderen Fraktionen weitreichende Weigerungsmöglichkeiten. So darf Auskunft sowie Zugang zu Einrichtungen nicht nur dann verweigert werden, wenn aus anderen Gesetzen eine Geheimhaltung vorgesehen ist, sondern auch dann, wenn, ich zitiere, sonstige zwingende Sicherheits- oder Geheimhaltungsgründe bestehen. Zitat Ende. Was genau solche zwingenden Gründe außer den gesetzlich sowieso schon vorgesehenen sind, das bleibt offen. Laut dem Vorschlag der Regierungsfraktionen sowie SPD und FDP soll von der sachlichen Behandlung einer Petition dann abgesehen werden, wenn es sich um ein rechtskräftig abgeschlossenes Gerichtsverfahren handelt, dessen Wiederaufnahme oder Abänderung bezweckt werden würde. Unser Vorschlag ist hier weitergehend und berücksichtigt die Möglichkeit besonders gelagerter Fälle. In diesen kann die Zweckmäßigkeit der Maßnahme überprüft werden und eine Abänderung empfohlen werden. Zum Schutz der Petentinnen und Petenten sowie weiterer beteiligter Personen sieht unser Entwurf vor, dass den Mitgliedern des Petitionsausschusses sowie den beteiligten Mitarbeitern ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. Außerdem ist in diesem Zusammenhang auch eine Beschlagnahme von Schriftstücken und Datenträgern ausgeschlossen. Eine solche Regelung fehlt im Entwurf von Schwarz-Grün-Rot-Gelb ganz. Auch ist die Möglichkeit der Weiterleitung personenbezogener Daten an Landesregierung und andere öffentliche Stellen durch den Petitionsausschuss in Wahrnehmung seiner Rechte uneingeschränkt möglich. Im Vorschlag der Linksfraktion muss das Einverständnis des Petenten der Petentin vorausgesetzt werden. Die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzend und in dem Wunsch, die Petenten bei der Verbreitung ihrer Petition zu unterstützen, möchten wir nicht nur die Veröffentlichung der Petition auf der Seite der Landtags-Homepage, sondern es besteht in einem solchen Fall auch die Möglichkeit der Mitzeichnung der Petition durch weitere Petenten. Der Vorschlag unserer Fraktion sieht vor, dass aufenthaltsbeendende Maßnahmen zurückgestellt werden, sofern die Petition sich gegen diese Maßnahmen richtet. Solange der Landtag die Petition prüft, darf keine Abschiebung stattfinden. Für die Durchführung des Petitionsverfahrens ist eine Anwesenheit im Bundesgebiet erforderlich. Deshalb wird klargestellt, dass ein laufendes Petitionsverfahren ein Grund für eine Duldung darstellt. Hiermit wird das Recht jeder Person, sich mit einer Petition an den Hessischen Landtag zu wenden, durchgesetzt. Außerdem ist eine solche Vorgehensweise in Hessen schon lange Praxis. Dies sollte dann auch gesetzlich geregelt werden. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Das, was die Formulierung, dass Petitionen einfach und zweckmäßig zu behandeln seien, zu bedeuten hat, bedarf noch der weiteren Aufklärung. Jede Petition ist ein sogenannter Einzelfall und bedarf der sorgfältigen Prüfung. Hier darf es nicht um Schnelligkeit vor Genauigkeit gehen, auch und gerade im Hinblick auf weitere Legislaturperioden. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Oliver Ulott, SPD-Fraktion. Oliver, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, da ist ja nun der Entwurf der CDU, Bündnis 90, die Grünen, der SPD und der Freien Demokraten zu einem hessischen Petitionsgesetz. Das ist eine breite Basis für ein wirklich wichtiges Recht, das eine gesetzliche Grundlage mehr als verdient.
Wir als SPD-Fraktion freuen uns besonders, dass es uns gelungen ist, im Jahr des 50-jährigen Bestehens des Petitionsausschusses im Hessischen Landtag dieses Gesetz zur Verabschiedung vorzulegen. Der Ausschuss tagte erstmals am 27. April 1971. 50 Jahre hat es gedauert. Das erste hessische Petitionsgesetz nahm daher einen wirklich sehr langen Anlauf. Die politische Debatte um die Einführung eines Petitionsgesetzes hingegen ist nicht neu. 1976 wurde erstmals darüber debattiert, und auch 1984 wurde der Gesetzesentwurf diskutiert und die Einführung hier vorgeschlagen. Ja, das ist alles schon ein paar Tage her. Einige der anwesenden Kolleginnen und Kollegen waren damals noch nicht einmal geboren. Am 13. März 1984 war ich zwar schon geboren, aber auch erst 103 Tage alt und hatte zu der Zeit noch andere Themen im Blick als die Einführung eines hessischen Petitionsgesetzes. Zwei Kollegen des Hauses hingegen waren persönlich dabei bei der Debatte im Jahr 1984. Ein Kollege davon sitzt gerade hinter uns, der Landtagsvizepräsident Lorz und der Ministerpräsident. Die Einführung eines Petitionsgesetzes ist nun bekanntermaßen seinerzeit gescheitert. Auch in den Folgejahren ist es leider nicht gelungen, aus verschiedenen Gründen ein Petitionsgesetz erfolgreich auf den Weg zu bringen. Dieses Mal sieht es erfolgsversprechender aus. Das ist gut so, und dafür gibt es ein paar Gründe. In der aktuellen Wahlperiode herrscht im Petitionsausschuss trotz vereinzelter Diskrepanzen eine sehr sachorientierte und kollegiale Arbeitsweise. Im Rahmen der Aussprache zu den Petitionsberichten wird das auch immer wieder deutlich. In den Berichten habe ich für unsere Fraktion immer wieder die offene Baustelle angesprochen und darum gebeten, dass wir möglichst über Regierungs- und Oppositionsgrenzen hinweg dieses Gesetz tragen sollten. Und dieses Signal wurde dankenswerterweise von den regierungstragenden Fraktionen aufgenommen. So haben wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Wir freuen uns, dass es nun gelungen ist, über 6 Monate diesen Entwurf zu erarbeiten, mit CDU, den Grünen und der Freien Demokraten und uns, der SPD, haben wir eben die breite Basis gefunden, die der vorliegende Entwurf auch wirklich verdient hat. An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen unserer Fraktion ganz herzlich bei den beteiligten Kolleginnen und Kollegen, den Obleuten, bedanken für die konstruktive und sachorientierte Zusammenarbeit. Denn das hat diesem Gesetzesentwurf sicherlich auch gut getan. Bedanken möchten wir uns ebenfalls bei Frau Engelhardt, die tatsächlich mit Rat und Tat immer zur Seite stand. Und das ist etwas, wo wir sehr dankbar für sind. Wir werden nun das 9. Bundesland sein, welches ein Petitionsgesetz auf Landesebene einführt. Dieses Petitionsgesetz wird das Petitionsrecht in Hessen stärken. Denn natürlich verleiht ein eigenständiges Gesetz mehr Kraft als die Geschäftsordnung, nach der wir derzeit im Petitionsbereich arbeiten. Dass so ein wertvolles Recht, es ist ein Recht von Verfassungsrang, letztendlich nunmehr in ein eigenständiges Gesetz mündet, verdeutlicht auch die Wichtigkeit und die Bedeutung von Petitionen. Wir dokumentieren damit zugleich, dass es uns hier im Haus wichtig ist, wenn Bürgerinnen und Bürger sich mit ihren Eingaben an uns wenden können. Um ein paar Punkte aus dem Gesetzesentwurf anzusprechen. Wir konkretisieren an vielen Stellen bestehende Regelungen des Petitionsrechts. Wir stärken die Hoheit der Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Wir erhalten die aufschiebende Wirkung bei Ausländerpetitionen für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten. Dies wird nicht über das Gesetz geregelt, das ist nicht möglich, allerdings haben wir einen Weg gefunden, um dies zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang möchte ich an dieser Stelle auch kurz auf den Gesetzesentwurf der Linken eingehen, insbesondere § 7 der sogenannten Sicherung des Verfahrens. Es ist ehrlich gesagt schade, dass Sie hiermit den Versuch unternehmen, den Menschen, aber vor allem den Betroffenen, falsche Hoffnungen zu wecken.
Wir alle kennen die Gewaltenteilung und wir alle kennen den Grundsatz, Bundesrecht bricht Landesrecht. Wir alle wissen, dass es natürlich nicht möglich ist, über Petitionen praktisch eine unbegrenzte Duldung zu schaffen. So hat der Gesetzentwurf der Linken, bewusst oder unbewusst, ist mal dahingestellt, schlicht gar keine Chance auf Umsetzung. Im Klartext erreichen Sie damit auf Landesebene, so wie im Bundestag, dass wir gar keine aufschiebende Wirkung haben. Wir hingegen sorgen dafür, dass wir das Verfahren tatsächlich sichern für 12 Monate. Offen gesagt, hätten wir uns auch an der einen oder anderen Stelle noch einen kleinen Schritt weiter nach vorne gewünscht. Da machen wir auch keinen Hehl draus. Öffentliche Petitionen, das Mitzeichnen, ein Quorum und die damit verbundene Möglichkeit einer Anhörung von Petentinnen und Petenten im Ausschuss. Ja, all das haben wir uns auch gewünscht. All dies sind Punkte, die im Bund und in anderen Ländern auch tatsächlich so verankert sind. Es wäre den Bürgerinnen und Bürgern sicherlich auch zugute gekommen. Das hätte sicherlich noch mal ein Stückchen mehr Transparenz und Attraktivität geschafft. Nicht zuletzt hätten wir damit auch, was die privaten Petitionsplattformen wie Change.org und Open Petition betrifft, die immer wieder den Eindruck erwecken, dass sie die Volksvertretung zu sein scheinen, ein Stückchen mehr dagegen gehalten. Unser Wunsch, dem stärker entgegenzutreten, findet aber aktuell noch keine Mehrheit hier im Haus. Doch um das auch zu betonen, all das war für uns auch kein Grund, dieses Gesetz nicht mitzutragen. Das muss man auch in aller Deutlichkeit hier sagen. Denn unsere Fraktion sieht sich in vielen Punkten wieder. Wir finden diesen Gesetzentwurf, so wie wir ihn hier vorliegen haben, als sehr wichtig, sehr nach vorne gerichtet. Und daher sind wir sehr gerne mit dabei. Wir glauben, dass wir in Zukunft noch gemeinsam an der einen oder anderen Stelle etwas bewegen können. Das zeigt die Zukunft. Jedenfalls freuen wir uns über die Beratung im Hinblick auf diesen Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Ulloth.